Diese Aufgabe ist, wie wir sehen werden, eigentlich ein Mini-Beispiel in Geometrie. Die Scheibtruhe hier hat die Masse m und ihren Schwerpunkt in s. Es ist nun der größte Winkel Theta hier zu bestimmen, bei dem die Scheibtruhe gerade noch nicht umkippt. Also das ist ganz leicht und ganz kurz, ein 2-Minuten-Beispiel. Zeichnen wir vielleicht das Rad her und wiederum Freikörperbild. Die Idee ist, Schwerpunkt muss senkrecht oberhalb der Radachse stehen. So, das heißt, das ist der Schwerpunkt da und da wirkt natürlich unser m mal g verlängert hier runter in der gleichen Wirkungslinie die Normalkraft vom Boden und da irgendwo den Mittelpunkt haben, dann gibt es hier rüber diesen Abstand b. Da oben ist der Winkel Theta, weil auch hier der Winkel Theta ist. Und natürlich dann auch hier. Und das ist da ein rechter Winkel. Dann kann man sofort über den Tangens ausrechnen mit a und b, was Theta maximal ist. Damit ist klar, in 2 Zeilen hingeschrieben, dass das Theta max einfach Tangens hoch minus 1, also der Arcus Tangens von b durch a ist. Fertig.